Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem NoGuys-Kanal. Wir zocken heute etwas Historic, weil das Standard-Meta lutscht. Und wir spielen aber nicht nur ein Deck. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch vier verschiedene Decks kurz vor. Und wir spielen einfach eins nach dem anderen. Wir spielen eine Runde Historic Cat, Azorius Auras, Goblin Combo und Rakdos Arcanist. Damit ihr einen Eindruck von ein paar Decks in Historic erhalten könnt. Und auch, weil ich einfach Bock habe, verschiedene Decks heute zu zocken. Wir fangen einfach mal mit Historic Cat an. Wer Katzeofen im Standard gespielt hat, wird die Liste mehr oder weniger kennen. Wir haben hier natürlich das Upgrade quasi auf Historic. Wir haben Katze, wir haben Ofen, Claim the Firstborn. Wir haben sogar Katzeofen aus zwei unterschiedlichen Sets, weil warum nicht? Dreadhorde Butcher für Aggro. Priest of the Forgotten Gods für Board Control und Sack Trigger. Midnight Reaper für Card Draw. War Strider für Kreaturen. Bone Crusher als Removal. Lovestruck Beast als Kreaturen und Blocker gegen Mono Rot. Mayhem Devil als Finisher und Collected Company für Value. Dazu die Länder, die uns das Format gibt. Unter anderem Phyrexian Tower. Und wir starten einfach rein. Und damit sind wir in der ersten Runde. Wir zocken Historic Cat. Auf Platin. Wir haben Cat, wir haben Ofen, wir haben Priest und wir haben Mayhem Devil. Und drei Länder. Es stört uns überhaupt nicht, dass wir hier kein Grün haben. Das spielen wir so runter. Und wir können anfangen. Wir starten mit der Katze. Warum dürfen wir eigentlich anfangen? Ich dachte, wir fangen nicht an. Habe ich mich anscheinend eben verguckt. Das scheint Historic Tempo zu sein. Wir legen Drangskull Summit. Da sollten wir gleich mit dem Mayhem Devil richtig reinhauen können. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Den Ofen jetzt rauszubringen hat den Vorteil, dass er uns gleich nicht gecountert werden kann. Dasselbe gilt natürlich für den Priest. Aber der Ofen plus Katze ist halt einfach gut. Das gegnerische Deck probiert hier möglichst viel unserer Spell zu countern, während Karten gezogen werden durch Curious Obsession und ähnliche Karten. Hätte mich gewundert, wenn er blockt, ehrlich gesagt. Er braucht ja jetzt einen Träger für Curious Obsession. Ja, den Schadenspunkt nehmen wir, das ist ja nichts für uns. Und wir machen Katze Ofen. Für Schaden. Wir bringen die Katze direkt wieder ins Spiel, weil wir angreifen wollen und ich ehrlich gesagt damit rechne, dass ein Mayhem Devil gecountert werden würde. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir einfach Priest spielen. Worauf warten wir hier? Was macht der Gegner? Unser Gegner klickt nur nicht auf Resolve. So. Ich lege hier einen Sumpf. Also dass er eben nicht mit Storm Tamer geblockt hat, lässt für mich eigentlich auf einen Loftal Denial schließen. Ich möchte lieber, dass so ein Priest of the Forgotten Gods gecountert wird, als unser Mayhem Devil. Da warten wir lieber, bis wir den Gegner unter Druck haben. Wir fangen mal mit dem Angriff an. Vielleicht können wir den Gegner dazu bringen, hier schon irgendeinen Fehler zu machen. Nee. Second Main Priest. Der wird gecountert. Essence Capture. Ja. Ist okay. Er ist halt das Deck. Wir müssen halt gucken, dass er möglichst wenig Karten zieht. Jetzt kommen wir allerdings in den Punkt, wo er das theoretisch könnte. Okay. Vielleicht wird hier noch mutiert. Nö. Na dann freuen wir uns doch. Wir machen hier weiter schön Katze Ofen. Und ja, man könnte überlegen, ob man eventuell Giganta jetzt gleich schon mal auf die Hand nimmt. Wenn wir halt irgendwo ein Fenster für den Mayhem Devil finden, ist das Game vorbei. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Counterspell hat, ist ultra hoch. Ja, das gefällt mir eigentlich. Wir legen noch einen Priest of the Forgotten Gods. Das ist schön, wenn er durchkommt. Wir greifen erst wieder an.
Ja, der Gegner hat sicherlich irgendwelche Flash-Kreaturen hier. Würde ihm allerdings nicht allzu viel nutzen. Haben wir irgendwas, wo man zwei zahlen müsste? Quench wäre theoretisch im Format. Ich weiß nicht, ob Quench gespielt wird. Ich rechne eher damit, dass es nicht gespielt wird. Da bin ich mir nicht sicher. Ich lege die Blood Crypt mal nicht. Ich gehe das Risiko ein, dass der Gegner hier einen Quench verwenden kann. Mystical Dispute, das wäre also egal gewesen. Sehr schön. Wir legen den Tapped Land. Und freuen uns, wenn es so weitergeht, gewinnen wir halt das Damage Race. Ne? Unser Gegner muss irgendwann was machen. Ja, geht runter auf 2 Mana. Ja, fast vergessen, hier zu opfern. Dass er das letzte Runde nicht gemacht hat, lässt darauf schließen, dass er entweder den Terramander nicht hatte oder unbedingt den Counterspell offen halten wollte. Was mich eigentlich dazu bringt, den Mayhem Devil zu versuchen. Greifen wir erst an. Nee, für den Fall, dass er blockt, müssen wir Ofen verwenden. Wir probieren den Mayhem Devil. Komm schon. Du hast keine Karten gezogen. Ah, schade. Ah, okay. Dann greifen wir an. Und geben ab. Ich würde jetzt ganz gerne mal was anderes als Länder ziehen. Stormtamer. Und Katze Ofen. Ich muss sagen, ich mochte Katze Ofen im Standard. Ein bisschen nervig mit dem Hin- und Her-Geklicke und man könnte die Animation oder den Soundtrack dafür echt mal kürzen. Das ist eine ultra gute Karte für uns. Zwei Kreaturen instantmäßig reinzuholen ist sehr, sehr krass gut. Weil wir jetzt die Möglichkeit nutzen, dass unser Gegner sich eventuell austappt. Ich gehe in den Attack. Vielleicht macht der Gegner zu irgendeinem Zeitpunkt hier den Fehler, sich auszutappen mit einer Flash-Kreatur oder so. Im Endstep. Nimmt hier einfach den Schaden. Ja gut, ne, solange er den Schaden nimmt, müssen wir hier nichts anderes tun. Wir tun mal so, als hätten wir vergessen, dass wir Giganta besitzen. Und das war ein Fehler von ihm. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu reagieren. Woestrider Midnight Reaper aufs Feld. Wir machen noch Katze Ofen in Response. Ziehen eine Karte. Claim the Firstborn, sehr mächtig hier. Und wollen wir die schon wieder reinbringen? Nö, müssen wir noch nicht. So, damit hat der Gegner sich in eine schwierige Position gebracht. Wir haben das bessere Board. Unser Gegner hat zwei Handkarten und einen Brazenborer. Wird schwer. Muss ich mal kurz gucken, wie viel Mana er für Terramander braucht. Drei weniger sind fünf. Da ist er, könnte er theoretisch nächste Runde. Ich sehe nicht wirklich, wie er uns hier raced. Also holen wir die Katze zurück. Und ich bin am Überlegen, auch die Goat zu opfern. Einfach um zu gucken, dass wir nicht noch ein Landtop decken. Für das kleine Firstborn haben wir hier ein Sack-Outlet. Das ist klasse. Ja, braucht man nicht. Verbessern wir unseren Draw ein bisschen. Jo. Okay, haben wir trotzdem gezogen.
Ich würde fast sagen, ich spiele das einfach mal in den Counter rein. Und dann greifen wir erstmal an. Wir können auch erstmal einfach angreifen. Der kann nur fliegende blocken. Das bedeutet, der ist für unseren Angriff quasi egal. Mich interessiert hier der Block. Ob er hier den Midnight Reaper blockt. Ja, tut er tatsächlich. Naja, egal. Wir ziehen eine Karte, wir machen hier immer noch Plus. Ja, Moment, das war vielleicht ein Spielfehler an der Stelle. Man hätte definitiv mit dem Wolf Rider angreifen können. Ja gut, ne, die Karte kennt er, die zeigen wir ihm zuerst für seinen Counterspell. Macht er nicht. Ja, dann wird es langsam gefährlich für ihn. Claim the Firstborn, machen wir nächste Runde auf den Flieger hier, den 3-1er, für maximalen Schaden quasi. Und holen uns Gigante auf die Hand. Ja, ich hätte das mit Claim the Firstborn besser machen können. Aber das Deck jetzt auch nicht so oft gespielt. Nur irgendwie 100 Mal im Standard. Passiert schon mal. Tatsächlich, wenn es so aussieht, als würde man gewinnen, wird man schnell nachlässig. Ja, hier die drei Schaden nehmen wir. Soll nicht blocken. Jeder Schadenspunkt zählt. Zack. Zack. Gerade am Überlegen, ob es sinnvoll ist, einfach hier so einen Blocker rauszunehmen. Weil wenn er den beschützen will, wird der andere Blocker halt gehen. Und das ist Zucker hier. Mega nice. Ja, wir nehmen hier so einen Blocker weg. Nehmen wir mal so einen Terramander. Wenn er jetzt Stormtamer opfern will, ist das für mich okay. So oder so haben wir hier einen Blocker weniger. Ja. Er hat 4 Mana, jetzt nicht genug, um den Terramander zu pumpen. Und damit ist er tot. Wahrscheinlich. Er hat 4 Mana, vielleicht hat er noch irgendwas, aber es. Zeugt mich jetzt nicht so wirklich. Er muss blocken. Okay. Jetzt muss er theoretisch nicht mehr blocken. Obwohl. Nee, nee. Muss er nicht. Spielen wir den Woe Strider wieder aus. Haben nächste Runde einen Haster. Also Endstep machen wir ihm noch einen Schadenspunkt. Und der muss uns halt irgendwie finishen. Das sehe ich hier gerade nicht. Er schreibt schon Good Game. Und damit ist das gewonnen. Wir machen Good Game zurück. Damit haben wir das erste unserer Spiele rum. Ein Sieg mit Historic Cat. Das nächste Deck, was wir spielen, sind Azorius Auren oder Azorius Auras. Es ist ein Lörres-Deck. Die Key-Mechanik ist der Core Spirit Dancer. Beziehungsweise Ardanto Vanguard. Und wir hauen einfach alle möglichen Enchantments drauf. Wir kriegen unglaublich viel Leben. Wir beschützen halt die paar Kreaturen. Ich weiß nicht, wer Boggles aus Modern kennt. Es ist eine Art Boggles-Deck. Wir schützen eine Kreatur, hauen so viele Auren wie möglich drauf, machen die fliegend und zerstörbar und greifen an. Meiner Meinung nach ein ziemlich ekliges Deck. Das ist die optimale Variante. Man sollte natürlich 4 Glacial Fortress spielen. Ich habe aber gerade keine Wildcards mehr. Und also keine Rare Wildcards. Beziehungsweise bin nicht bereit, die für Glacial Fortress auszugeben. Die Liste kommt allerdings auch ohne diese sehr gut aus. Und wenn ich mir das mal so angucke, ist die ziemlich, sagen wir mal, Budget an Rares und Mythics. Im Grunde muss man an Rares, wenn man von der Mana Base absieht, die man sich nach und nach holen kann, eigentlich nur viermal Core Spirit Dancer craften und Lörres. Allerdings muss ich sagen, das Deck ist schon eklig. Also, das ist die Art von Deck. Bleh.
Aber wir spielen jetzt eine Runde damit. Game 2. Wir spielen Azorius Auren. Und na, wir haben Ornithopter. Der fliegt. Ornithopter Curious Obsession Go. Obwohl, da muss man mit aufpassen. Wegen dieser kleinen Zeile hier. Ja, ist auf jeden Fall ein Keep. You go first, finden wir hier auch klasse. Ja, wir machen halt Ornithopter Staggering Inside. Unser Gegner hat gerade dreimal gemult. Viermal gemult. Fünfmal gemult. Was ist das? Treasure Hunt. Und ich würde sagen, das zählen wir nicht. Bonusrunde. Versuch Nummer 2. Hoffentlich mult unser Gegner nicht wieder auf 0 und gibt einfach auf. Also ich meine, so kann man auch ranken, aber ne, dafür zockt man nicht. Unsere Hand eben war ganz gut, aber Turn 1 Savior, Turn 2 Spirit Dancer in einen Haufen Auren klingt ziemlich gut. Gegner fängt leider an. Aber so ist das manchmal. Das sieht nach Goblins aus. Nein, das ist nicht Goblins. Das ist. Insel ist gut für uns. Das ist Mono Red Aggro. So, Burn Style Deck. Mal gucken, ob ich mir so eine Liste mache. Aber ich glaube, dafür fehlen mir ein paar Rares. Wir werden nicht blocken. Offensichtlich nicht. Ja, wäre für uns gleich Lifelink ganz wichtig. Haben wir im Moment noch nicht. Was natürlich jetzt gut ist, ist, dass wir einmal Indestructible machen können. Es kann uns natürlich. Ja, genau. Gegen Burn kann es uns passieren, dass jetzt ja einfach die Burn-Spells en masse geflogen kommen. Was aber natürlich auch bedeutet, dass wir gerade 5 Schaden nicht ins Gesicht bekommen haben. Sieht allerdings trotzdem scheiße aus für uns. Das ist nämlich keine neue Trägerkreatur. Und uns fehlt eine zweite Insel für Lurrus. Wir spielen jetzt auf unsere Offshore. Ja, ich glaube schon, dass unsere beste Chance ist, jetzt hier Lurrus auf die Hand zu nehmen und auf eine Ebene zu hoffen. Also wir brauchen Ebene oder eine Kreatur. Das ist der Plan. Und ich glaube, dass das unsere beste Chance darauf ist. Hätten wir jetzt erst ein Tap-Temple auf Enlightenment gespielt, hätten wir nächste Runde erst Lurrus auf die Hand nehmen können. Ja, jetzt spielen wir Temple of Enlightenment. Alles ziemlich langsam. Vigilance gefällt mir. Können Lurrus spielen, wir können. Ja, Sentinel Eyes. Ja, also wir spielen jetzt darauf, dass hier Lurrus natürlich Lifelink hat. Und das hoffentlich rumreißt. Gegner natürlich direkt eine Antwort auf Lurrus hat, haben wir ein Problem. Also hoffen wir, dass er sich jetzt einfach für irgendwas austappt. Was nicht Rampaging Ferrocidon ist, weil jetzt kriegen wir keine Lebenspunkte mehr. Okay, aber das gibt uns die Chance, eine größere Kreatur zu bauen. Für didn't attack, sacrifice. Okay, also das können wir nicht ausspielen. Jetzt schon, um blockbar zu machen, finde ich nicht so gut. Ich will die Defense erhöhen. Sind wir schon tot? Ich hoffe nicht. Kann der Gegner uns hier töten? Ja, wir müssen eigentlich blocken. Ja, in Kombination mit dem Schock. Aber wir brauchen die 4 Lebenspunkte, um hier nicht einfach zu sterben. Ach so, ja, kriegen wir gar nicht. Ach, vergesst, was ich gesagt habe. Ich würde fast sagen, die Runde haben wir verloren. Das war ein Paradebeispiel davon, was passieren kann, wenn man dieses Deck spielt, wenn der Gegner mehr Removal Spells hat, als man selber Schutz für die Kreatur. Hat man keine Chance. Wäre der Conspirit Dancer nicht losgeworden, hätten wir gewonnen. Und das ist im Grunde, was ich an dem Deck nicht mag. Das ist so, alles entscheidet sich in den ersten 5 Sekunden, also in den ersten 3, 4 Turns. Und dann ist das Spiel im Grunde vorbei. Wir geben hier ab. Wir lassen den Gegner noch angreifen. Und ja, das heißt natürlich auch, dass es ein Deck ist, was meistens recht gut zum Leveln ist. Und eben hauptsächlich Commons und Uncommons erfordert. Für einen Einstieg in Historic ganz okay. Aber nicht mein Spielstil. Und damit gehen wir zum nächsten Deck.
Nächstes Deck. Das ist Rakdos Arcanist, ebenfalls ein Lurrus Deck. Wir spielen einen Haufen Ein-Mana-Spells und den Dreadhorde Arcanist, der es uns erlaubt, Karten von unserem Friedhof zu spielen. Dazu haben wir Young Pyromancer und Kroxa im Deck. Und ja, das ist, den Rest seht ihr gleich in Aktion. Wir haben den Arcanist, wir haben den Stitcher Supplier, wir haben Spark Harvest, um eine Kreatur loszuwerden. Nicht wirklich die richtigen Mana-Farben für Kroxa und Dreadhorde Arcanist. Das stört mich ein bisschen, aber der Gegner fängt an und ich hoffe, wir ziehen uns rein. Hellhound Fountain. Self-Mill. Das sieht mir nach dem God's Pharaoh's Gift Deck aus. Mit Gate to the Afterlife. Village Rites ist hier sehr schön für uns. Weil es unsere Chancen erhöht, zu unserem roten Mana zu kommen nächste Runde. Ja, das scheint ein aggressives Selbstmill-Deck zu sein. Dann wird der God Pharaoh's Gift rausgehauen. Wir legen Village Rites. Ich glaube, wir können auch Claim auf Arcanist machen. Mal lesen. Ja. Wir claimen Arcanist. Und können nächste Runde anfangen, Sachen vom Friedhof zu spielen. Auf unserem Friedhof haben wir Village Rites, Spark Harvest und Fortzies. Der Gegner probiert hier mit Gate to the Afterlife 6 Kreaturen auf dem Friedhof zu bekommen. Und eventuell hier mit Champion of Wills zu eternalisen. Wir haben einen weiteren Stitcher Supplier gefunden und wir hatten einen Priest of the Forgotten Gods. Was wir jetzt natürlich machen können, ist den Stitcher Supplier mal zuerst zu legen. Village Rites zu recasten. Mit Dreadhorde Arcanist. Und dabei Stitcher Supplier zu opfern. Ziehen wir vielleicht. Ja, Blood Crypt. Nächste Runde war Blood Crypt am Start. Ja, Gegner mildt sich hier selber weiter. So, noch weit weg von diesem Eternalize. Wir legen Priest of the Forgotten Gods. Haben nächste Runde potenziell Young Pyromancer oder Kroxa. Müssen wir mal gucken, was nächste Runde sinnvoller ist. Hier wurde unsere Karten leider exiled. Jetzt haben wir auch eine Fabled Passage. Die Frage ist, wofür nutzen wir unser rotes Mana diese Runde? Wir können leider nur ein Spell wirklich casten. Weil wir nur ein rotes haben. Ich denke, Dreadhorde Arcanist ist schon die richtige Wahl. Weil nächste Runde können wir Kroxa vom Friedhof spielen. Ups. Ne, wo ist er? Da ist er. Etwas unübersichtlich. Ich wünschte, man könnte das so ein bisschen nach oben tun. Weil zum Beispiel sieht man hier den Spark Harvest quasi gar nicht. Spark Harvest könnten wir theoretisch casten, ist natürlich Quatsch hier. Wir wollen den Secret Keeper nicht töten. Creature Count hier im Friedhof ist 1, 2, 3. Okay, scheint sich also eher als Kontrolldeck zu verstehen. Hat wahrscheinlich den Scarab God drin. Muss ich halt sagen, finde ich irgendwie für so eine kontrollige Liste Gate to the Afterlife etwas seltsam. Weiß nicht, ob ich das da drin wieder gespielt hätte. Unburial Rites. Okay. Gute Karte. Aber finde ich gar nicht so schlimm, wenn er sich den Champion of Wits damit holt. Wir fetchen hier auf Rot.
Wir fetchen nicht auf Rot. Oh. Oh mein Gott. Oh, war das schlecht. Wir spielen Young Pyromancer. Und könnten Fortseason. Ja, wir Fortseason. Gucken wir uns auch mal an, was der Gegner hier hat. Godpharaoh's Gift. Blood for Bones. Er hat halt noch nichts Gefährliches im Friedhof und er hat bereits Unburial Rites. Also würde ich sagen, nehmen wir ihm das Godpharaoh's Gift weg. Es war auch davon noch etwas entfernt. Wir nehmen uns Lurrus auf die Hand, weil wir es können. Es ärgert mich gerade tierisch, nicht die Blood Crypt gespielt zu haben. Ich hätte wahrscheinlich Crocs einfach ausgespielt, um hier mal ein bisschen was auf dem Board zu haben. Uiuiui. Ja, deswegen sollte man immer im Auge behalten, wie viele seiner Mountains man bereits entfernt hat und wie viele in seiner Liste sind. Ich hatte es gerade nicht mehr im Kopf, wie viele Mountains hier drin sind. Und das wurde mir eindeutig zum Verhängnis. Vor allem so viele sind gar nicht weg. Hat die Liste nur zwei Mountains? Na gut, mit dem Wissen, dass die Liste nur zwei Mountains hat, hätte man damit rechnen können. Da ist der Scarab God übrigens. Also können wir ab nächster Runde mit dem Scarab God auf dem Board rechnen. Ja, wir legen auf jeden Fall Blood Crypt. Können das Blood for Bones wegwerfen, dann muss er 4 Mana für den Scarab God bezahlen. Und dann können wir Spark Harvest verwenden. Also können wir Village Rites auf. Damit können wir eigentlich anfangen, oder? Wir casten Village Rites, opfern 1-1er. Bedevil, auch eine gute Antwort. Also, wir machen jetzt Druck mit Kroxa. Und natürlich hauptsächlich Länder hier exilen. Weil alles andere können wir später potenziell nochmal holen. Wir machen Druck mit Kroxa und probieren jetzt möglichst jede Runde den Scarab God zu töten. Solange bis der Gegner irgendwann stirbt. Spark Harvest, ist das ein Sorcery? Okay, schade. Kein Angriff. Wir wollen hier nicht traden. Ja, Pyromancer wird uns hier immer wieder 1-1er verschaffen. Gut ist es, dass der Gegner halt einfach nicht so viele Mana gerade hat. So, wir wollen auf jeden Fall wieder gut rot haben, oder? Können mit Fame, könnten wir sogar. Ja, also wir spielen Blood Crypt. Ah, nee, wir müssen jetzt Scarab God loswerden. Okay, was genau wollen wir casten? Wir können Lurrus casten. Für 3. Spark Harvest für 1, dann hätten wir noch 3 Mana offen, um den Bedevil noch im gegnerischen Zug zu machen. Das ist instant, ja. Okay, also. Ups. Lurrus. Spark Harvest. Wir. Ah, nee, nee, nee. Genau, wir wollen eine Kreatur opfern, aber unser Target ist der Scarab God. Wir opfern das. So. Nächstes Endstep kommt er leider erst zurück. Wir greifen mal mit dem Kroxa an. Soll er uns ruhig mit dem Death Toucher blocken? Das ist okay. Kroxa wird wiederkommen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir spielen einfach den Dreadhorde Arcanist aus. Wir müssen nicht im gegnerischen Zug bedeviln. Er hat ja kein Mana zum Aktivieren. Er hat nicht mal Mana, um ihn zu spielen, fällt mir gerade auf. Er hätte ihn wahrscheinlich viel, viel lieber im Friedhof. Scheint auch kein Land gezogen zu haben. Hatten wir noch 26, wir sind noch nicht am Deck tot. Dadurch, dass wir halt die gegnerische Hand hier ziemlich kontrollieren, läuft das alles. Okay, den anderen hat er exiled.
So, hier mal wieder ein bisschen durchsteigen, was alles unsere Optionen sind. Können die Gegner quasi mehrfach kroxen. Will Kroxer aber deutlich lieber einfach so aufs Feld holen. Mit Escape. So ein paar Länder haben wir noch. Ja, und da ist der Conceit. Also ein Gegner merkt, er ist hier Shocked on Mana. Er könnte jede Runde probieren, den wieder zu beleben. Also wenn wir jetzt angreifen würden, also er würde den Ort hinkriegen. Er würde die nächste Runde wieder spielen. Wir sind absolut im Vorteil. Wir haben viel, viel mehr Ressourcen als er. Er kann nur eine Sache pro Zug machen. Wir können 10 Sachen pro Zug machen. Und da sieht er hier ein und concedet. Damit gehen wir in die letzte Runde. Die letzte Runde für heute spielen wir mit Goblins. Das ist quasi eine Art Combo-Deck. Wir machen sehr, sehr viele Goblin-Token mit Grenko. Wir haben sehr viel Mana durch Skirk Prospector und Maxis gewinnt das Spiel, wenn er reinkommt. Die beiden geben Eile. Das ist ein Removal-Spell. Der holt uns Sachen aus dem Deck. Und wir starten damit in die letzte Runde für heute. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir gegen den nicht eben schon mal gespielt haben. So, was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall keinen One-Drop. Wir haben aber ein paar Enabler hier. Zusammen mit Goblin Instigator. Und den Fakt, dass wir anfangen, würde ich die Hand mal halten. Im Moment sieht es so aus, als würden wir Turn 2 Instigator spielen, also Turn 3 Goblin Chieftain und einfach die Agro-Variante des Decks zocken. Ich bin gerade nicht sicher, ob der Gegner gerade gemult hat. Ich war so auf meine Hand geguckt. Ja, Gegner hat gemult. Grün. Das sieht. Ja, es könnte noch mehreres sein. Ja, das gehört Prospector, komm. Ja, wir spielen trotzdem die Route mit dem Instigator. Das könnte 11 sein. Das könnte allerdings auch... Ja, jetzt sieht es ja nach 11 aus. Ja, das ist das 11. Obwohl es ja neu ist, dass der Yanova Visionary da drin gespielt wird. Ich bin mir fast sicher, dass er den Ramp möchte. Mit unserem Chieftain würde er wahrscheinlich traden. Mit unseren 2-2ern wahrscheinlich nicht. Genau, nächste Runde können wir Snoop und Prospector spielen oder Warchief. Müssen wir mal gucken, was sinnvoller ist. Elvish Archstreet ist eine sehr mächtige Karte. Er nennt Massive Mana für jeden 11. Ich würde ganz gerne Snoop spielen. Wir fangen mal mit Snoop an. Matrone. Können wir leider diese Runde nicht ausspielen. Gehen wir hier auf Mana. Ja. Wir spielen das Board quasi runter. Die Hand quasi runter. Mit dem Elfish Visionary wird er blocken. Potenziell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Archstreet nicht blocken wird. Skirk Prospector ist uns potenziell zu wichtig. Wir greifen also mit diesen Kreaturen an, setzen die Lebenspunkte unseres Gegners unter Druck. Gegner ist schon runter auf 7. Und wir haben nächste Runde die Möglichkeit, Goblin-Matrone zu legen. Es ist schwierig, jetzt schon den nächsten Zug genau vorherzusagen, aber wir hätten 3 Mana für Goblin-Matrone. Hätten die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 3 Kreaturen zu opfern, 4 Mana zu machen. Dann könnten wir tappen, würden 4 Mana, 4 angreifende Kreaturen generieren. Eine Kreatur mehr als vorher und ein besseres Board. Ist das Liefel. Creatures und Toll Game plus X plus X, also mehr X, wenn aber auch Creatures. Also plus, alle plus 5 plus 5 und Trampel, oder? Ja, wir haben 2, wir haben 4 Power zum Verhindern. Wir haben 4 angreifende Kreaturen. Das sind 6, sind 13, sind mehr als 20. Die Runde geht an Elfen. Schade. Flotte Runde. Aber da waren die Elfen durch Elfish Archdruid schneller. Und ich wünsche euch viel Spaß beim selber spielen. Denn damit sind wir durch.